Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Heute zeige ich euch eine Partie aus der Schachbundesliga. Und zwar ist es die Partie der Saison 2016-2017. Seit der Saison 2005-2006 ungefähr, glaube ich, führt die Schachbundesliga eine Wahl zur Partie der Saison durch. Ich selbst bin ja seit mehr als 10 Jahren, glaube ich, auch schon als Redakteur tätig für die Schachbundesliga und habe diese Wahl häufig durchgeführt. Und diese Partie, die ich jetzt gleich zeigen werde, ist mir noch gut in Erinnerung, denn sie gefiel mir sehr, insbesondere aus ästhetischen Gesichtspunkten. Der Sieger dieser Wahl war Dennis Wagner, ein junger deutscher Großmeister, 22 Jahre alt, das vor 2 Jahren wahrscheinlich 20. Sein Gegner ist Predrag Nikolic, ein erfahrener Großmeister aus Bosnien, der allerdings in den Niederlanden lebt und seit vielen Jahren für die SG Solingen in der Bundesliga spielt, während Dennis für den SV Hockenheim in der Bundesliga spielt. In diesem Kampf ging es zwischen diesen beiden Mannschaften auch um die Vizemeisterschaft. Baden-Baden war so ein bisschen enteilt und Hockenheim kämpfte gegen Solingen im Prinzip um die Vizemeisterschaft. Sie gewannen letztendlich auch den Kampf und wurden auch Vizemeister in der Saison. Und diese Partie hier, wie gesagt, war eine sehr schöne Partie. Sie war mitentscheidend für den Sieg von Hockenheim. Und Dennis war so nett und hat mir damals auch eine Analyse geschickt. Und darauf basieren jetzt auch so die Variantenkommentare, die ich jetzt hier auch für dieses Video mitverwenden werde. Gehen wir direkt mal rein. Die Partie beginnt mit D4. Springer F6. C4, E6, Springer C3 und jetzt Läufer B4. Das ist die Grundstellung der Nimzowitsch-indischen Verteidigung. Eine der klassischen Eröffnungen überhaupt, eine Weltmeistereröffnung. Jeder starke Großmeister spielt Nimzowitsch-indisch. Ist einfach eine sehr, sehr starke Eröffnung. Schwarz entwickelt ganz schnell seine Figuren und bereitet die kurze Rochade vor. Dennis wählte hier einen sehr aggressiven Zug gegen Nimzowitsch-indisch, nämlich F3. Die Idee ist, natürlich das ideale Zentrum aufzubauen mit E4, so schnell wie möglich. Es wäre aber zu schön, wenn es so einfach wäre. Schwarz hat natürlich ein bisschen was dagegen. Nikolic spielte hier D5. Sehr viel wird auch gespielt hier C5, der Angriff auf das weiße Zentrum mit C5. Das Gute an Nimzowitsch ist, es ist eine sehr flexible Eröffnung. Man kann sehr viele Varianten spielen und man hat sehr viele Ideen. Also wirklich eine sehr, sehr starke Eröffnung. Ich selbst muss zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nie diese Eröffnung in einer klassischen Partie gespielt habe. Wird echt Zeit. Okay, D5. Greift den Bauern auf C4 an. Weiß spielt hier A3, greift den Läufer an. Der tauscht. Schwarz tauscht einmal auf C3, hat so ein bisschen die weiße Bauernstruktur geschwächt. Aber Weiß hat jetzt das Läuferpaar. Das darf man natürlich nie unterschätzen. Jetzt spielte hier Nikolic einen sehr seltenen Zug und wollte so ein bisschen der Theorie aus dem Weg gehen. Dennis gilt schon dann sehr, sehr theoriebeschlagen, muss man sagen. Und man hat auch ein bisschen Angst gegen ihn, wenn man mit Schwarz antritt, wie es aussieht. Sogar so ein starker Großmeister wie Nikolic. Nikolic spielte hier H6. Das ist so ein bisschen zweifelhaft. Wie Dennis auch in seiner Analyse sagte, warum? Der Bau auf H6 bildet eine Angriffsmarke auch und wir werden sehen, wie Weiß das hinterher für seinen Königsangriff nutzen kann. Der Hauptzug hier ist C5 stattdessen und das ist die Hauptvariante. Die Hauptvariante geht folgendermaßen. Die geht nämlich so, hier gewinnt Weiß vorübergehend einen Bauern, hat das Läuferpaar, hat aber seine Bauernstruktur enorm geschwächt hier. Gut, da wir hier keine Theorie machen, sondern einfach eine Partie zeigen, gehen wir zurück zur Partie. H6, C mal D5, E mal D5 und jetzt E3. Die Verhältnisse im Zentrum haben sich jetzt so ein bisschen geklärt. Ihr seht, Weiß hat natürlich sehr, sehr viele Bauern im Zentrum hier. 4 Stück an der Zahl und dadurch beherrscht er natürlich sehr viele Felder, kontrolliert sehr viele Felder, während Schwarz nur einen Bauern im Zentrum hat. Allerdings hat Weiß keine einzige Figur entwickelt. Schwarz setzt fort mit Läufer L5. Die Idee ist, den Läufer später auf H7 zu parken und so ein bisschen ein kleines Bollwerk dort zu errichten. Wie geht's hier weiter? Springer E2. Weiß bringt seine erste Figur ins Spiel. Wie Dennis richtig anmerkt, ist das ein schönes Feld für einen Springer, der flexibel nach G3 oder F4 streben kann, je nachdem, wie sich die Partie weiterentwickelt. Jetzt kommt schon eine Ungenauigkeit laut Dennis, und zwar die kurze Rochade. Der König steht hier gar nicht so sicher, wie man denkt, und wir werden sehen, wie er das ausnutzt, der Weiße.
Er spielt hier direkt G4, attackiert den Läufer. Der muss zurück und jetzt wird direkt nachgesetzt. H4 und es droht schon G5. Es ist sehr interessant, dass Weiß hier sich hier so viele Bauernzüge leisten kann. Das liegt natürlich auch daran, dass keine Linien im Zentrum geöffnet sind. Das weiße Zentrum generell sehr, sehr stark ist und dementsprechend kann Weiß auch wegen dieser Schwäche auf H6, die Schwarz zu Beginn der Eröffnung freiwillig kreiert hat, dort attackieren. Hier kommt noch ein witziger Zusatz. Dennis war noch voll im Buch, weil er hatte kurze Zeit davor eine Partie in der französischen Liga gespielt gegen einen russischen Großmeister, die ähnlich verlief. Genau diese Variante, das wusste Nikolic natürlich nicht, sonst hätte er die Variante wahrscheinlich niemals gespielt. Und dementsprechend war Dennis noch voll im Buch und folgte im Prinzip seinen Plänen, die er schon kannte. Schwarz ging jetzt zurück mit dem Springer nach E8. Bisschen prophylaktisch, weil er denkt sich, G5 kommt gleich, also gehe ich schon freiwillig zurück. Es ging weiter mit Springer F4. Weiß postiert den Springer auf dieses schöne Feld. Springer C6. Schwarz entwickelt eine Figur. Und jetzt geht schon direkt los. Weiß möchte am Königsflügel Linien öffnen, um anzugreifen. G5. Ein schönes Bauernopfer. Und was meint ihr? Sollte Schwarz dieses Bauernopfer annehmen oder nicht? Er sollte es nicht annehmen. Es ist fast immer fatal, Linien für die Türme zu öffnen. Und hier der Turm auf A1, der wartet im Prinzip nur, dass sich diese Linie öffnet, damit er dort angreifen kann. Schwarz hätte jetzt sowas wie Springer E7 spielen sollen. Jetzt verrate ich euch, jetzt möchte ich euch das Manöver noch nicht verraten, das Weiß in der Partie dann gemacht hat. Schauen wir einfach mal an, wie es in der Partie weiterging. Denn nach Springer E7 hätte Weiß genau das gleiche Manöver machen können, wie er es in der Partie gemacht hat. Gleich wird klar, wovon ich rede. Schwarz nahm hier raus. Das ist ein Fehler. Denn er öffnet freiwillig diese H-Linie und der Turm auf der H-Linie freut sich natürlich darüber. Schwarz nahm das Bauernopfer an. Und jetzt kommt der schöne Zug, der so ästhetisch ist und das Ganze auch so schön macht, diese ganze Partie. Es ist zwar nach bekannten Mustern, wie Dennis auch aufschrieb, aber nichtsdestotrotz ist es schön. Das heißt ja nicht, dass deswegen die Partie an Wert verliert. Er spielte Turm A2. Ein wunderschöner Turmschwenk über die zweite Reihe zum Königsflügel. Wir sehen, viele weiße Figuren sind auf der Grundreihe, aber die zweite Reihe ist offen. Insbesondere in diesem F3 nimmt zu Ender, hat der Weiß seine Bauern schon auf der dritten Reihe aufgestellt und dadurch ist die zweite Reihe frei. Und der Turm geht mit verheerender Wirkung jetzt nach G2 oder H2. Eher nach H2, um auf der H-Linie matt zu setzen. Schwarz ist hier schon mehr oder weniger verloren. Er ging mit der Dame freiwillig zurück. Gucken wir mal kurz, was wäre nach Dame G3 Schach geschehen? Das sieht ja verführerisch aus, dort einen Schach zu geben. Weiß stellt erstmal den Turm dazwischen und droht hier Turm H3, die Dame anzugreifen. Nach Läufer F5 wäre König E2 zum Beispiel ein Zug, entfesselt den Turm und dann kommt der Turm rüber und Schwarz steht hier auf Verlust. Zurück zur Partie. Nach Turm A2 ging Nikolic freiwillig zurück mit der Dame nach D8. Jetzt kommt Turm AH2. Der Rest spielt sich. Ist eine lockere Fingerübung eigentlich für so einen starken Großmeister wie Dennis Wagner. Der Angriff spielt sich von selbst. Turm AH2 greift den Bauern den Läufer auf H7 an und der darf nicht wegziehen, weil dann matt auf H8 wäre. Also muss der Läufer gedeckt werden. Das macht Nikolic mit Springer F6. Und jetzt kommt auch ein sehr schöner Ablenkungszug von Weiß. Womit gleichzeitig, damit gebe ich euch auch einen Riesentipp, die Dame ins Spiel kommt. Versucht jetzt mal einen starken Zug für Weiß zu finieren. Bedenkt dabei, der Läufer auf H7 darf nicht ziehen. Und dementsprechend kann man ruhig ein Damenopfer anbieten. Dame C2 natürlich. Greift den Läufer nochmal an, ein drittes Mal. Der Läufer, wie gesagt, darf nicht wegziehen wegen Turm H8 matt. Ja, was macht Schwarz? Er ist geliefert. G6. Er versucht die Diagonale zu blocken, beziehungsweise er blockt die Diagonale zur Dame nach C2. Jetzt kommt aber einer der finalen taktischen Schläge. Das ist auch nicht besonders schwierig zu sehen für einen Großmeister. Turm schlägt H7. Rums. Springer schlägt H7 und jetzt kommt die Dame rüber nach H2. Alles mit Tempo. Deswegen war es wichtig, die Dame hier an dieser Stelle mit Tempo nach C2 zu stellen erstmal. Mit Tempo heißt, Schwarz muss reagieren auf diesen Zug.
G6, Schlang, Schlang, Rums, Dame H2. Es droht Matt auf H7. Schwarz kann den Springer leider nicht wegziehen, weil dann dieses Matt auf H8. Er verliert sowieso Material jetzt. Turm E8. Nikolic wollte noch nicht aufgeben. Er hätte es eigentlich tun können, aber nach 19 Zügen schon aufgeben, hat einen bitteren Beigeschmack. Dame schlägt H7, König F8, insbesondere in einem Mannschaftskampf. Wenn die ganzen Kollegen drumherum stehen und zuschauen und du hochrot anläufst und denkst dir, Scheiße, was mache ich hier? Ja, passiert manchmal. Schach, Dame H6 Schach, König E7, Dame D5, G5 Schach und ja, es gibt keinen Grund mehr zum Weiterspielen. Er gab auf. Er hat Material weniger, zwei Leichtfiguren und ich habe jetzt das nicht weitergerechnet, aber der D5 fängt auch noch. Ja, wo will der König hin? Ich sehe schon gerade, wenn der König hier hinläuft, dann ist Läufer A3 Schach natürlich auch extrem unangenehm. König D6 wäre zum Beispiel auch nicht schön wegen diesem Zug. Also alles fällt auseinander und ja, Schwarz gab auch. Wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Partie aus ästhetischen Gesichtspunkten. Jetzt taktisch betrachtet nicht so super spektakulär. Die Kombination, die Weiß hier sah, lagen auf der Hand. Aber die gesamte Partieführung war sehr, sehr schön, sehr ästhetisch. Dieses Turmschwenkmanöver. Und nicht umsonst haben die Fans entscheiden ja letztendlich auch, wer die Wahl gewinnt und nicht ich und auch nicht irgendwelche Spieler der Mannschaften, sondern die Leute, die das lesen und mitmachen in der Wahl. Und wenn die sagen, das ist die schönste Partie, die Masse, ja, wird schon recht haben dann auch. Ich werde nach und nach hier jede Partie der Bundesliga, jede Partie der Saison auch als Video vorstellen. Es sind wirklich einige Schmuckstücke dabei, das muss man sagen. Alexei Schirow zum Beispiel, der Taktiker, der Hexer aus Riga, der hat auch mal gewonnen, ich glaube zweimal sogar. Richard Rapport, Maxim Vaschila Graf, richtig starke Leute. Es gab aber auch Underdog-Siege, kann ich mir. Ich glaube, Maria Schöne hat mal gewonnen. Eine Partie gegen Großmeister, die wurde auch zur Partie der, sie selbst ist so um die 2200 Elo stark. Typischer Underdog-Sieg. Also einiges dabei, was ich nach und nach hier präsentieren kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder auf The Big Greek.